Dort draußen am Nachthimmel gibt es eine Galaxie, die ist über 5-mal so groß wie der Mond. Und auch wenn wir sie mit bloßem Auge kaum erkennen können, können wir sie schon mit ganz normalem Fotoequipment fotografieren. Und hier erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Vor ein paar Wochen habe ich mir nochmal meine alte Canon 77D geschnappt, um nochmal genau wie damals, als ich mit der Astrofotografie begonnen habe, die Andromeda-Galaxie zu fotografieren. Als Objektiv hatte ich das 70-200 2.8 von Sigma gewählt. 200 mm sind ohne Nachführung noch ganz gut machbar und für ein so großes Objekt auch absolut ausreichend. Aber für ein gutes Foto braucht man nicht nur das passende Equipment, man braucht auch einen dunklen Himmel. Denn je dunkler der Himmel, desto besser wird das Bild. Bei einem so hellen Objekt wie der Andromeda-Galaxie reicht es aber auch schon, nur aus der Stadt rauszufahren. Auf einer Lichtverschmutzungskarte wie dieser hier kann man recht schnell gute Orte finden. Alles, was besser als gelb dargestellt ist, reicht für dieses Objekt vollkommen aus. Auch darf man den Mond nicht vergessen. Ein Vollmond kann die Atmosphäre so sehr erleuchten, als wäre man im Zentrum einer Stadt. Daher ist es extrem wichtig, bei der Deep-Sky-Fotografie sich nach den Mondphasen zu richten. Und wenn wir schon beim Timing sind? Die Objekte am Nachthimmel sind auch nicht die ganze Zeit übersichtbar. Bevor man also losfährt, sollte man sich unbedingt ansehen, wann welches Objekt im Zenit steht. Dafür empfehle ich Handy-Apps wie zum Beispiel Stellarium. Die eingebaute Kompassfunktion hilft zusätzlich, die Objekte dann am Nachthimmel finden zu können. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Deep-Sky-Objekte mit hoher Brennweite in den Bildausschnitt zu bekommen. Ich orientiere mich dazu an den Sternbildern. Um Andromeda zu finden, suche ich zuerst nach dem Sternbild Cassiopeia, was aussieht wie ein großes W. Der rechte Zacken zeigt auf das Sternbild Andromeda und die Galaxie mit gleichem Namen befindet sich freundlicherweise direkt neben einem helleren Stern. Bei einem Zoom-Objektiv bietet es sich an, bei niedriger Brennweite ein Testbild zu machen, um das Objekt zu zentrieren. Die Andromeda-Galaxie ist nämlich schon bei einer Belichtung von nur einer Sekunde sichtbar. Und genau auf so einem Testbild habe ich damals zum ersten Mal die Galaxie gesehen. Und das war ein Gefühl, das werde ich nie wieder vergessen. Und das hat mich auch so sehr an dieses Hobby gefesselt. Ganz wichtig ist es bei so einem Testbild, die Blende ganz aufzumachen und den ISO hochzuschrauben. Ist das Objekt zentriert, sollte man die Kamera scharf stellen. Dazu nutze ich eine 3D-gedruckte Batinov-Maske. Durch Lichtbrechung erzeugt diese ein Strichmuster auf den Sternen. Wenn der mittlere Strich genau in der Mitte der beiden anderen ist, hat man den perfekten Fokus gefunden. Je heller der Stern, desto besser ist das Muster erkennbar. Aber nun zum wichtigsten Teil, den Kameraeinstellungen. Zuerst muss der Aufnahmemodus auf manuell und das Dateiformat auf RAW gesetzt werden. Die Blende sollte soweit es geht geöffnet bleiben, um möglichst viel Licht auf den Sensor zu lassen. Nur bei extrem schnellen oder nicht ganz so hochwertigen Objektiven bietet es sich an, die Blende um 1 bis 2 Stops zu schließen, um das Koma an den Bildrändern zu minimieren. Den ISO kann man getrost auf das obere Drittel der Skala stellen. Denn je höher der ISO, desto niedriger das Auslese-Rauschen. Und da wir gleich extrem viele Bilder machen werden, ist das Auslese-Rauschen schon ein deutlicher Faktor. Wer es genau haben möchte, kann auf die Seite Photons to Photos das Auslese-Rauschen der jeweiligen Kamera ansehen und den ISO entsprechend auswählen. Bei der Belichtungszeit gibt es die sogenannte 500er-Regel. Also 500 geteilt durch die Brennweite ergibt die Belichtungszeit in Sekunden, die ihr maximal wählen dürft, bevor die Sterne durch die Erdrotation verschmieren. Allerdings hängt es auch immer so ein bisschen von der Pixelgröße vom jeweiligen Sensor ab. Deswegen würde ich euch empfehlen, mit der 500er-Regel zu starten, um zu gucken, ob eure Sterne scharf sind oder eiförmig. Und wenn sie eiförmig sind, dann einfach die Belichtungszeit noch ein bisschen runterschrauben. Bei mir war das jetzt, glaube ich, mit der 500er-Regel 2,5 Sekunden, aber ich habe dann eine Sekunde gewählt, um scharfe Sterne zu bekommen. Wenn die Kameraeinstellungen passen, die Andromeda am Sensor zentriert ist und der Fokus stimmt, kann es auch endlich losgehen. Das Ziel ist es jetzt, so viele Aufnahmen wie möglich zu machen. Diese kann man im Nachhinein übereinander legen, um das Rauschen rauszumitteln. Aber dazu später mehr. Meine Lieblingsmethode ist es hier, den Serienmodus zu aktivieren und die Aufnahmen über einen Fernauslöser oder ein Intervalometer automatisch aufzunehmen. Ihr werdet aber schnell merken, dass nach einigen Minuten die Andromeda nicht mehr in der Mitte vom Bildschirm sitzt. Daher musste ich alle 4 Minuten die Galaxie wieder im Sensor zentrieren. In dieser Nacht habe ich ca. 2000 Bilder aufgenommen. Insgesamt habe ich also eine Belichtungszeit von ca. 1 Stunde erzielt. Aber das war noch nicht alles, denn für ein gutes Astrofoto müssen noch die Staubflecken und die Vignette von den Bildern entfernt werden. Dazu schießt man sogenannte Flat Frames. Dann nimmt man den gleichen Fokus, die gleiche Öffnung und die gleiche Zoomstufe wie bei den Lightframes, also den Bildern von vorhin, die wir von der Andromeda gemacht haben. Der Unterschied ist nur, wir fotografieren jetzt nicht die Sterne, sondern einen einheitlich weißen Hintergrund. Dadurch bleiben nur noch Vignette und Staubflecken auf den Bildern sichtbar. Diese kann im Programm dann im Nachhinein rausrechnen.
Ich nutze dabei gerne einen weißen Bildschirm auf niedrigster Helligkeit. Die Belichtungszeit sollte so gewählt werden, dass keine Bereiche im Bild unter- oder überbelichtet sind. Am leichtesten setzt man die Spitze im Histogramm auf die Mitte oder man nutzt den Aperture Priority Modus der Kamera. Dann schießt man ca. 30 solcher Bilder. Damit das Programm später auch die Flat Frames richtig anwenden kann, braucht man noch sogenannte Bias Frames. Dabei darf gar kein Licht auf den Sensor kommen. Man packt also am besten den Deckel auf das Objektiv und geht in einen dunklen Raum. Hier ist es wichtig, den gleichen ISO wie bei den Light Frames zu wählen. Der Shutter Speed sollte so gering wie möglich sein. Und dann schießt man nochmal 30 solcher Bilder. Jetzt ist aber wirklich alles im Kasten und die Bildbearbeitung kann losgehen. Für das Stacking von Deep Sky Bildern empfehle ich euch das kostenlose Programm Cereal. Das ist super leicht zu verwenden und es kann schon extrem viel. Aber vor allem für Einsteiger ist es perfekt geeignet, da man ein vorgefertigtes Skript auswählen kann und dann läuft der ganze Stacking-Prozess von alleine. Das Skript, das ich hier gleich verwenden werde, packe ich euch in die Videobeschreibung. Das braucht ihr dann nur in den Skriptsordner in eurem Serial-Installationsverzeichnis ziehen. Damit das Skript weiß, welche Bilder es verwenden soll, müssen die Lightframes in einen Ordner namens Lights kopiert werden. Kopiert aber nur die guten Bilder. Unscharfe Aufnahmen oder welche mit verwackelten Sternen dürfen hier nicht mit rein. Auch die Flats kommen in einen Ordner namens Flats und die Biasframes in einen Ordner namens Biases. In Serial wählt man dann das übergeordnete Verzeichnis durch den Button mit dem Haus aus. Und dann braucht es nur noch einen Klick auf das Skript und das Stacking läuft von allein los. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr genügend freien Speicher auf eurem Rechner habt. Für meine fast 2000 Bilder braucht Serial ca. 500 GB. Nach fast 3 Stunden hat es mein Rechner dann endlich geschafft. Oben links kann ich das fertige Bild öffnen. Das Bild ist noch in linearem Zustand, daher sieht man nicht wirklich viel. Aber in der Leiste unten kann man eine automatische gestreckte Preview aktivieren. Zunächst reicht die Preview, da die meisten Funktionen hier auf dem linearen Bild angewendet werden müssen. Aber davor schneide ich das Bild noch zu. Durch das ständige Zentrieren der Galaxie während der Aufnahme haben die Ecken weniger Signal abbekommen. Dazu brauche ich dann nur mit der linken Maustaste einen Kasten aufziehen und danach mit Rechtsklick den Crop wählen. Wie ihr schon sehen könnt, ist durch die Lichtverschmutzung ein ziemlicher Gradient ins Bild reingekommen. Den kann man aber durch die Background Extraction ganz leicht entfernen. Mit nur einem Klick auf Generate werden automatisch Sample Points über das Bild verteilt. Diese sollten aber nur auf dem Hintergrund liegen. Wenn doch welche die Galaxie berühren, kann man die mit Rechtsklick entfernen. Compute Background errechnet sich dann den Gradienten und subtrahiert ihn aus dem Bild. Nun sieht man aber ganz deutlich, dass das Bild noch einen gewissen Grünstich hat. Ein Grünstich ist bei Farbkameras ganz normal, da diese doppelt so viele grüne wie rote und blaue Pixel besitzen. Über Photometric Color Calibration kann man mit Hilfe von Sternkatalogen die Farbe korrekt abbilden. Dazu muss das Objekt angegeben werden. In meinem Fall die Andromeda-Galaxie, die auch M31 genannt wird. Die korrekte Brennweite des Objektivs und die Pixelgröße der Kamera muss auch unbedingt angegeben werden. Zu guter Letzt darf ich aber nicht vergessen, dass das Bild noch im linearen Zustand vorliegt. Über Histogram Transformation kann ich dann mit einem Klick auf das Zahnrad das Bild automatisch strecken. Und damit habe ich eigentlich schon ein echt gutes Bild von der Andromeda-Galaxie vor mir und das mit relativ wenig Aufwand. Natürlich kratzt dieses Tutorial nur an der Oberfläche der Bildbearbeitung. Wer mehr über Serial erfahren möchte, der sollte unbedingt bei Frank Sackenheims YouTube-Kanal vorbeischauen. Er hat dort wirklich gute Tutorials dazu. Aber hier könnt ihr das Bild auch in gewöhnlichen Programmen wie Photoshop weiterbearbeiten. Aber das reicht erstmal für dieses Tutorial. Wenn ihr mehr sehen möchtet, dann drückt gerne unten auf den Abo-Button. Und falls ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare oder kommt auf unseren Dark Matters Discord-Server. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Galaxienjagen.